TV1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Ministerpräsident Stefan Mappus hat kurz vor den Landtagswahlen eine Koalition mit den Grünen ausgeschlossen. Laut Mappus trennen die Parteien der überstürzte Atomausstieg und die Weigerung Kretschmanns, den Schlichterspruch zu Stuttgart 21 umzusetzen. Daher werde es eine klare Entscheidung zwischen Schwarz-Gelb und dem linken Lager geben. Die Grünen hingegen schließen keine Konstellation aus, wie Grünen-Chefin Claudia Roth heute bekräftigte. Ministerpräsident Stefan Mappus will sich beim Atomausstieg zeitlich auch weiterhin nicht festlegen. Nach dem Atomgipfel in Berlin betonte er am Dienstag, dass ein Atomausstieg technisch machbar und bezahlbar sein müsse. Mappus will ergebnisoffene AKW-Untersuchungen. Beim Umsatteln auf erneuerbare Energie sei mit steigenden Preisen zu rechnen. Die Reaktorkatastrophe in Japan stimme ihn zwar nachdenklich, aber seine Entscheidung für längere Laufzeiten bereue er nicht. Das Stilllegen der Atomkraftwerke komme ohnehin erst nach dem dreimonatigen Moratorium in Frage, wenn die Reaktorsicherheitskommission ihre Ergebnisse vorlegt. Die SPD will hingegen bis spätestens 2020 möglicherweise auch ohne neue Stromtrassen aussteigen. Genügend Strom könne durch örtliche Windkraft erzeugt werden. Noch schneller wollen die Grünen mit der Atomkraft Schluss machen. Sie halten einen Ausstieg bis in spätestens 6 Jahren für möglich. Noch 4 Tage sind es bis zur Landtagswahl, bei der politische Beobachter mit einem völlig offenen Rennen rechnen. Bis zum Freitag stellen wir Ihnen deshalb noch einmal die inhaltlichen Schwerpunkte jener Parteien vor, die realistische Chancen haben. Und wir beginnen heute mit der Linken und der FDP. Er und seine Partei könnten nach derzeitigem Umfragestand am 27. März das Zünglein an der Waage sein. Da sich Schwarz-Gelb und Rot-Grün derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, könnte eine Linke im Landtag für eine Mehrheit jenseits von CDU und FDP sorgen. Mappus geht nur mit absoluter Sicherheit, wenn die Linke einzieht. Und noch nie waren die Chancen so groß, dass die Linke einzieht. Bei der Atomkraft setzt die Linke als einzige Partei, anders als bei CDU, FDP, aber auch SPD und Grünen, auf ein radikales Sofortabschalten. Die Linke ist zudem gegen die durch Rot-Grün initiierten Hartz-IV-Gesetze, fordert Mindestlöhne und bezeichnet Zeitarbeit als, Zitat, moderne Sklavenhaltung. Die Linke ist gegen das dreigliedrige Schulsystem und fordert komplette Kostenfreiheit bei der Bildung. Auch das Thema Kommunismus sorgt hin und wieder für Schlagzeilen. Neben Sarah Wagenknecht, dem prominentesten Mitglied der kommunistischen Plattform, hat kürzlich auch Parteivizechefin Lötsch gefordert, Wege zum Kommunismus zu suchen. Die letzte Umfrage sieht die Landes-FDP bei 5,5%. Stärkung der Freiheit sowie die Verantwortung des Einzelnen sind die großen liberalen Themen. Im Land setzt die FDP weiterhin auf bürgerliche Mehrheiten zusammen mit der CDU. Innerhalb der bürgerlichen Wunschkoalition sieht sich die FDP, wie bei der Datenspeicherung, gegenüber der mehr etatistischen CDU als liberales Korrektiv. Das heißt, das wird mein wichtigstes Augenmerk sein, darauf zu achten, dass man die Freiheit nicht verteidigt, indem man sie abschafft. Dass das Land derzeit wirtschaftlich mit 5% Wachstum und sozial mit 2,6% Jugend und 4,6% Gesamtarbeitslosigkeit bundesweit ganz vorne steht, sehen die Liberalen auch als ihr Verdienst. Die FDP gilt als wirtschafts- und besonders mittelstandsfreundlich und begrüßt die rot-grünen Hartz-IV-Gesetze. Nach der Mehrwertsteuersenkung für Hotels sowie der Forderung nach Steuersenkungen musste sich die FDP gegen Klientelvorwürfe verteidigen. Wie beim Jahr zu Stuttgart 21 nimmt die FDP für sich in Anspruch, gegenüber neuen technischen und technologischen Entwicklungen offen zu sein. Wenn wir es nicht schaffen, den Menschen klarzumachen, wer jedes Risiko vermeiden will, der vergibt auch jede Chance. Politische Umfrageluft musste die FDP zuletzt im Gefolge der Atomkatastrophe in Japan lassen. CDU und FDP hatten sich zuvor für AKW-Laufzeitverlängerungen eingesetzt. Jetzt unterstützt man ergebnisoffene Sicherheitschecks. Wahlkampfschwerpunkt der letzten Tage ist die Warnung, erfolgreiche Landespolitik den AKW-Diskussionen zu opfern. Die Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg werden letztlich zu entscheiden haben, wollen sie weiter eine bürgerliche Regierung aus Union und FDP oder ein Bündnis aus SPD, Grünen und Kommunisten. Soweit die BW1 Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt.